Und tschüss. Was? Ich... Ach. Leckt mich. Bin übrigens tot. Garmeufer. Ja, ich geb mich auch gleich über. Hey, guck mal, kennt ihr das schon? Ist total spannend, ne? Das kennt ihr noch gar nicht. Das ist neu. Ja, sterbt doch alle. Sterbt sofort und jetzt und gleich. Und sterbt und sterbt und sterbt. Super, ich finde hier schon mein Schild. Ah! Ich habe ja ganz vergessen. Muss meine Maus-Sensitivität wegen erhöhen. Glaube ich fast. Solaris. Solaris. So ein Riss. Was? Habe ich wieder fette einen Panzer raus. Den werden wir bei der Gelegenheit jetzt auch gleich mal plätten. Und tschüss. Naja, fährt doch nicht. Hui. Dann nehmen wir noch diese, keine Ahnung, das Parfümfläschchen hier. Ja. Ich flieg so unvorhersehbar, der Gegner kann nicht drauf reagieren. Das ist gar nicht möglich. Denn ich kann selbst nicht vorhersagen, wo ich hinfliege als nächstes. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich bin so unvorhersehbar, dass ich bei mir selbst weiß, was ich als nächstes tue. Das merkt man auch, ne? Ich denke schon, dass man das merkt. Ab in die Luftschachtel. Schlucht. Den Ort, dessen Namen man nicht aussprechen kann, weil keine Sonderzeichen wie Ä, Ö, Ü angezeigt werden. Ein Hoch darauf. Ja, stirb, 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 stirb. Stirbt, seelenloser Ventilator, der mir nichts getan hat. Yee-hey, 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 yee-hey. Wieder Überpro, der ich nun mal bin. Könnt glatt meinen, ich hab sowas schon mal gespielt, so ein Spiel. Mit vergleichsweise Schwierigkeit. Aber nein, ich hab sowas noch nie gespielt. Das ist total neu. So eine Art von Spiele. Mir fiel auch kein anderes ein, das auf diesem Niveau wäre. Dass sich so im freien Raum spielen lässt. Noch nie gespielt. Und hört nicht auf die, die jetzt was anderes behaupten. Die haben sowieso keine Ahnung. Das sind eben dumme Leute. Deswegen haben sie mich auch abonniert. Immer schön die Abonnenten beleidigen. Sind alles Spastis. Merkt euch, wenn ihr gute Let's Player werden wollt, müsst ihr immer eure scheiß Abonnenten beleidigen, weil die sind voll scheiße und haben es dann alles verdient. Yeah, voll in das Gesicht drücken. Nee. Guck mal, ein Panzer. Und er hat's überlebt, unerwartet. Kommt da jetzt nicht mal auch genug einer? Scheinbar nicht. Ach doch, jetzt kommt er. Hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Das ist ein Enemy Bullet. Das ist ein Enemy Bullet. Bullet. Buletten. Jetzt 1 Kilo Buletten. Ich bin noch unter Wasser. Mann, oh Mann. Ich bin so weit unter Wasser, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Erdboden aussieht. Warte, Moment. Unter Wasser gibt es ja auch Erdboden. Ach. Details! Sowas kann ich mich nicht aufhalten. Ich muss mich mit den wirklich großen Fragen der Menschheit beschäftigen. Zum Beispiel, warum 1 plus 1 nicht gleich 4 ist. Bisher haben wir noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden. So, ich habe einen Sissel gefunden. Das erinnert mich so grafisch gesehen wegen an Turok 1, ne? Das habe ich mal angespielt, das sah ungefähr genauso aus, jetzt wo ich
mich näher mit der Grafik befasse. Ich habe ja noch Solaris. Hey, wir sind zielsuchend. Die hat keine Chance. Dann lebt er immer noch. Ist nicht so verschissen hartnäckig. Durch die Wände fliegen. Ich könnte es natürlich auch anders probieren. Ja, hallo. Nein, das reicht noch nicht aus. Jetzt vielleicht? Oh, nicht? Kriegt ihr schon noch jetzt? Auch nicht. Jetzt! Nein. Jetzt. Fast. Gehen langsam die Raketen aus, aber jetzt. Aber jetzt. Scheiß Spiel. Oh, komm schon. Oh, es ist tot. Verdammt. Yes, bin ich hinter ihm. Ich kann ihn voll in den Arsch ballern. So wie ich es gerne tue. Moment. War da hinten nicht auch ein Restart Point? Ja, da war ein Restart Point. Warum wird er nicht aktiv wartet? Man kann dieses lustig grüne leuchtende Medaillon nicht mitnehmen. Mensch! Rassismus! Ich trete dem jüdischen Glauben bei, dann kann ich jeden als Rassist bezeichnen, der irgendwas gegen mich sagt. Ich bin voll brillant. Stirbst du! Stirb! Stirbt halt nicht. Das glaube ich nicht, Mann. Ja, eine Möglichkeit, dass ich es gar nicht treffe. Ich bin eben ein friedlicher Mensch. Ich schieße mit Absicht daneben. Ich mache einen No-Kill-Run. Was unmöglich ist, da ich Gegner killen muss, aber... So eine Rundumverteilung ist doch schon mal was Schönes. Er lebt noch. Lebt denn der alte Holzpanzer noch? Holzpanzer noch. Holzpanzer. Verhält sich nicht, als wenn er aus Holz wäre. Das Ding fliegt. Das ist kein Panzer. Mammutpanzer fliegen nicht. Jetzt. Du lebst auch noch. Ich dachte, du wärst tot oder so. Oder so. Noch drei Schalter. Was ist jetzt? Schalter 1, 2 oder 3? Oh, sie haben den Schalter des Todes gewählt. Dann werden wir jetzt alle sterben. Ist das nicht lustig? Ein bisschen. Ich habe übrigens keine Raketen mehr, die ich gerade feststellen muss. Ich habe keine Raketen mehr, wie ich gerade feststellen muss. Dieses Video ist in Deutschland gesperrt, als Musikinhalt enthält die möglicherweise von der GEMA nicht lizenziert freigegeben, was auch immer sind. Nun fügen Sie uns bitte alle in den Arsch und verpissen sich. Ich habe übrigens auch einen Hull. Ich habe noch einen ganzen Hull. Da kann ich nur so viel mitmachen. Ich kann zum Beispiel einen Schalter umlegen. Ey Süßes, soll ich dich mal umlegen? Ich kann den Goldbarren mitnehmen, Goldbarren mitnehmen. Ja, lebt denn der alte Goldbarrenmann noch? Goldbarren. Shield. Ich schiele um die Ecke. Ich kann um die Ecke schauen, dank meiner schielischen Kräfte. Das war keine Wand, komm wieder her. Ah! Ja, da kommen ja gleich noch mehr von diesen arschgesichtigen Arschgesichtern.
die arschgesichtliche Arschgeschichterchen. Nein, das waren nicht bloß die normalen. Die harmlosen Fliegerle. Ist natürlich bei einem Hull eine relativ Sache, ist das harmlos, ne? Aber ich habe noch 7 Schild, von daher geht es ja noch. 39 Shield, Baby. Hm? Oh, Ammo. Genau, was ich jetzt brauche. Und tschüss. Und tschüss. 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 Und war das schon alles? Nee. Ich habe noch 10 Sekunden, von daher würde ich mal sagen, ich lasse es mal stehen, das Spiel. Oh, jetzt geht mir gleich die Unverwundbarkeit und die Munition auf und da war doch noch einer. Ich lande jetzt genau wieder in dem Raum, oder? Nein, ich lande da ganz hinten. Ja. Okay, damit kann man arbeiten. Ich zünd mal nicht vorhandenes Nitro und gehe voll ab. Nichts mehr, schade. Schau. D. Ich eiere immer voll weg. Ist alles aus Gummi hier. Das blöde Gummi soll raus. Ach, schön, wie da immer wieder ein Panzer raus dran kommt. Gibt es hier ein Einheitenlimit? Ein Gegnerlimit in der Mission? Kein Schild. Toll, der schießt mir die Hälfte. Mein Schild ist weg, aber gibt mir kein neues. So ein rassistischer Rassist. Das ist auch eine Form von Rassismus. Eine, die gegen mich geht. Die ist voll nicht in Ordnung. Okay. Ich muss hier mal ein bisschen was einsammeln noch. Da war noch was drin, glaube ich. Ja. So, Ammo. Kann ich nicht mitnehmen. Schön. Nitro kann ich auch nicht mitnehmen. Gut. Also da unten war nichts Interessantes. Ich mache trotzdem mal den Turm kaputt. Einfach nur so aus Sicherheitsgründen. Für den Fall, dass ich da aussehen, mal drüber fliege. Und weil da hinten nichts Interessantes war, fliege ich da auch nie wieder rein. Ich werde da später noch reinfliegen müssen. Ich sehe es kommen. Aber jetzt nicht. Ja, ich hab eine Muck. Ich treffe wieder gar nichts. Sehr schön. Wie ich nichts treffe. Wie ein Meister treffe ich nichts. Ich treffe meisterhaft nichts. Ich treffe nicht nur nichts, nichts. Ich treffe meisterhaft nichts. Und ein Panzer und noch mehr Fluggeräte und ein atomarer Teilchenbeschleuniger. Okay, den können wir auch platt machen. So, jetzt kommt da glaube ich gleich noch ein Panzer, ja. Oh, das bildest du nur ein. Was ist ein Panzer? Ein Raketenwerfer, du Noob. Kein Panzer. Das ist echt mal. Kennst du überhaupt nicht aus? Du bist ja nur so ein Noob-Spiele. War da unten irgendwas Interessantes? Ich weiß es gerade nicht mehr. Da geht's ja nicht rein. Also nicht von hier. Jetzt steht sie da. Ja, schieß nur weiter, kleiner Turm. Du hast so einen kleinen. Der hat einen größeren. Aber nicht groß genug. Doch, er ist groß genug. Okay, jetzt fliegen wir einfach da rauf. Da rein, holen unsere Power-Ups wieder und verpissen uns gleich wieder. Aber ich... Oder war da unten noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Nee. Nicht in diesem Zeitraum. Moment, Punkt, technisch, ne? Ah ja, richtig, das spawnen ja jetzt gleich wieder.
stirbst du mal. Wow, gut, dass die Muck so viel Schaden macht. Ist mein Penis lang. Tschüss. Tschüss. Jetzt machen wir wieder die Tür platt, so wie vorhin schon mal. Ja, ja, halt die Fresse. Ich bleibe aber nicht auf der Sicherheit. Was auch immer. Jetzt stirb, wenn ich auf dich schieße, nicht überleben. So, stirb bitte, danke. Ah, ja, steh bitte, danke. Finde ich total super von dir. Liebe ich ja. Stirb, 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 du, was auch immer du bist. Ich bin dein Freund, ich will spielen. Oh mein Gott, hast mir in den Kopf geschossen, warum? Ich wollte nur spielen. Ich wollte dir helfen. Du bist ein gewalttätiger Irrer, dich helfe ich nicht. Ich fliege die Linie entlang. Zum Glück gab es sowas in Design 2 nicht. Best mit Monster spawnen rechts und links an der Wand. Na, danke. Sesam, öffne dich! Habt ihr gesehen, wie toll ich bin? Ach, das letzte Mal auch schon gekommen? Funktioniert das so? Das funktioniert so geil. Oh! Die hatte ich irgendwie vergessen. Aber ich habe zum Glück noch ganz doll viele Raketen nicht dabei. Ach, leck mich. Last, liefe. Was für ein Wein? Nicht auf eine Falle fiefen. Soll ich die denn jetzt töten? Doch, ziehst du eine Atomraketen oder sowas? Oder habe ich nicht irgendwo einen Mammutpanzer noch rumstehen, den ich nehmen könnte? Treffe ich die damit überhaupt so? Also, nicht so wirklich, ne? Ah, damit treffe ich sie dann wohl schon eher. Oh, ist der letzte oder ist da noch einer? Da ist noch einer. Wenn mir dafür jetzt zumindest auch noch ausgeht, habe ich ein leichtes Problem. Mein Schild ist weg. Geh wieder auf. Oh, ist tot. Ich kann ich dann ja nur mal direkt angreifen. So. Toll. Alles schon, jetzt schnell zum Reaktor. Ich nehme nicht an. Ich kann da durch. Geil. Oben durch die Decke und in den Reaktor. Ich will nicht. Gott, ich bin wieder zurück. Shield. Darf ich die alle zerstören oder kommt da wieder irgendwas Böses? Da ist Böses im Busch. Ach ja, die Tür war ja immer verschlossen. Schön, sie nicht im Reaktor rum. Schlüssel nehmen und weg. Gott, oh Gott. Was ist denn der Schlüssel? Oh Gott. Nein. Oh. Leck mich.
So, bevor ich jetzt aber Feierabend mache, ich habe ja eine Mission geschafft, weil Dämon so gerne es wollte. Vielleicht hört man jetzt die Sounds der Fahrer besser, wenn man sich hier auswählt. Ja. Kommen da noch bessere Sounds in Kill? Sie sind alle scheiße. Hier ist Rex Hardy. Pass bloß auf, denn ich bin skrupellos. Sie sagen noch was, was er auswählt, oder auch nicht. Ich hab dieses nicht näher definierbar als etwa. Vielleicht hört man die Sounds. Sehr suspekt. Ich bin Scepter. Alle meine Freunde hassen mich. Also mit dem kann ich mich voll identifizieren. Lass uns losdüsen, Alter. Lass uns losdüsen, Alter. Hm. Duell Clark meldet sich bereit. Also damit wird Dämon ja total Mayhem spielen. Ohne einmal zu sterben, hat er gesagt. Bin ich gespannt. Witness Perfection. Mein Name ist Nubia. Und deiner? Auftrag. Exekution. Also so spannend finde ich die Soundgeräusche jetzt nicht. In-game höre ich da irgendwie immer noch nichts. Vielleicht liegt es doch daran, dass ich irgendwie abgelenkt bin. Mit, keine Ahnung, so 2 Milliarden Gegner. Wo ist denn jetzt mein... Was auch immer ist. Was auch immer es ist. Aber wir haben ja nicht viel Level vor uns mehr, ne? Also wir haben nur noch... Also Atomkraftwerk, Wärmekraftwerk, Tresorraum der Staatsbank, Gefängnisschiff, Asteroidenstützpunkt, Biosphäre, unterirdischer Komplex, sunkenes Schiff, orbitale Weltraumstation, ja, die hat viel mit der Erde zu tun, Shuttleport, Militärstützpunkt, Tulok-Tempel, Alder-Tempel, oh, da waren es aber... und Fischi. Also da angeln wir wahrscheinlich, keine Ahnung. Egal, ich habe heute genug. Ich habe ein Level geschafft, ey. Das hat nicht lang gedauert. Und dann kam das zweite Level, das hat dann ganz doll lang gedauert und ja. Aber ich könnte mal kurz Easy zeigen. Das ist richtig schön. Das müsst ihr euch mal anschauen. Herrlich so, oder? Ja, richtig, da kommt ja noch eine Welle. Ah, ich soll es so weiter let's playen. Und es steht mal wieder. Ach, das ist einfach nur herrlich. Ach, ich fliege einfach mal durch. Ach, Mann, ist das schön. Ich mag es ja, wenn es so schön schwer ist wie hier. Ich mag es ja. Ich wünschte, alle Spiele wären so anspruchsvoll wie das hier jetzt gerade. Oh, ich glaube, da fallen Trümmer auf mich hier runter. Oh, ich hab Schild verloren, weil ich nicht die Gegner richtig getötet habe. Ach, egal. Ah. Das ist so schön schwer. So wie ich meine Spiele mag. Oh. Okay, lass wir den Scheiß. Das nächste Mal geht's wieder auf ganz einfach weiter, ne? Warum auch immer man total einfach, total Mayhem nennt. Ja, der Witz war schon am Anfang nicht lustig. Er wird nicht lustiger. Deswegen erzähle ich ihn so oft. Aber egal, Karl. Mir hat auch mal jemand gesagt, ich sage so oft egal, aber das ist schon ewig her und seit der Ewigkeit haben das mal keiner mehr gesagt. Das war mir damals schon egal. Aber egal jetzt. Ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.